Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Hyrule Warriors. Ja, obwohl das Spiel nicht The Legend of Zelda heißt, ich habe es jetzt einfach mal zugesagt, weil es ist irgendwie Reflex. Naja, ein letztes Mal mit Gen heißt es heute. Ein allerletztes Mal mit Gen. Im letzten Part haben wir das Triforce des Mutes mit ihm zurückerlangt. Und heute wagen wir uns um in den Kampf um das Triforce auf der Ebene von Hyrule. Alles kann wieder Gendorf finden und ich würde sagen, wir belassen es bei dem hier, beim Sockelbonus. Und ihr seht, er ist Level 28, ich habe wieder ein bisschen gelevelt, so wie davor alle nachgeholt. Habe ich ja euch eh eingeblendet und heute wagen wir uns jetzt hier rein. Liebe Story, erzähl uns doch, um was es jetzt geht. Ganondorf's forces had defeated the Hyrulean army and wrenched the Triforce of Power from Lana's grasp. Yet the other two pieces remained with Link and Zelda in Hyrule Castle. If Ganondorf could take the castle and complete the Triforce, Hyrule would be at his mercy. He readied his army for a siege. Meanwhile, Zelda's forces stood ready to defend their home at all costs. Link stood at the head of the army, the shining Triforce of Courage inspiring his troops. This battle would decide Hyrule's fate. Would the light endure? Or would darkness spread to every corner of the land? The next moments would decide. Epischer geht's nicht. Epischerer geht's nicht. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, als die das gesagt hat. Die nächsten Momente werden entscheiden. Na gut, Schlacht beginnen. Stürzen wir uns ins Gefecht. Auf der Ebene von Hyrule. Sie verschanden sich also in ihrem Schloss. Ich bezweifle, dass ihnen das helfen wird. Das bezweifle ich auch. Und wir dürfen das erste Mal Ritter töten. Hyrulean Ritter. Wuhu. Die brauchen wir ja auch, um endlich die letzten Leute hochzuleveln. Auf den höchsten Rang. Da fehlte uns ja die ganze Zeit schon. Egal welches Material, das Bronze, das Silber, da fehlte uns einfach alles von den Hyrule-Rittern. Und aus dem Grund, wir müssen gerne das Hauptquartier erobern. Na dann versucht es doch. So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Ja, es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich finde die eisernen Rüstungen hier richtig episch. Es sieht so richtig mittelalterlich aus. Also da darf man absolut nichts sagen. Es sieht episch aus. Und Markus wurde wieder auf dem Schlachtfeld gesichtet. Nicht ein Markus, sondern ein Margus. Und wir haben die erste Festung in dieser Schlacht erobert. Hier gibt es ja auch richtig wenig Festungen. Wenn man mal so auf die Map guckt, dann dürfte es nicht allzu viele geben. Trotzdem stehen wir schon wieder richtig knapp vor den... Na okay, es geht auf jeden Fall flott, aber wir stehen nicht ganz knapp vor den besagten 1000 Kills. Aber es dürfte hier auch nicht allzu lange dauern. Dann haben wir schon die 1000 Kills zusammen, wenn man mal guckt, wie schnell das geht. Und nun haben wir uns den guten Link genähert, womit auch seine epische Cutscene startet. Der Held Link fühlt sich wohl ganz, ganz cool hier mit seinen Triforce of Courage. Aber das bringt dir auch nichts im Kampf gegen den Dämonenkönig, gegen den Schattenkönig Ganondorf höchstpersönlich. Und wenn erstmal der gefallen ist, dann dürfte doch die Moral der Feinde sinken. Denn er ist ja immerhin der Stärkste. Ich glaube nicht, dass Zelda irgendwie stark ist. Ich glaube eher, dass alles an Hyrule an ihn hängt. Und es ist irgendwie lustig und ironisch, dass ich ihn als allererstes... Übernimm dich nicht, Link. Zieh dich kurz zurück und erhol dich. Was? Link hat sich vorerst zurückgezogen. Und das zählt? Das ist doch unfair. Naja. Müssen wir wohl damit leben. Dass Link die Pussy später noch einmal kommen wird. Na dann, immerhin haben wir ihn schon einmal losgeworden.
Und ganz ehrlich, der hatte gar nichts drauf. Gut, ich bin auch Level 28, was auf dieser Mission echt overpowered ist. Also hier ist mein erst so ungefähr Level 20, wenn überhaupt, möchte ich mal sagen. Und das Ding ist da schon ein bisschen OP. Hier. So. Na dann. Da oben versuchen auch welche. Sie greifen das Norden an. Zantu ist unser vorrangiges Ziel. Ey. Als ob Zantu der Schlechteste hier ist. Ganz und gar nicht. Was ist eigentlich mein Ziel? Ich renne hier rum wie ein Bekloppter und habe eigentlich gar kein Ziel. Ich muss nur ein bisschen helfen. Sie haben unseren Plan bereits zerschaut. Wir dürfen die Prinzessin nicht unterschätzen. Hatte ich niemals vor. Aber die Mission sieht auch gar nicht mal allzu groß aus. Also ich glaube, die dürfte auch bald mal vorbei sein. Wenn jetzt hier nicht irgendwie 1000 Riesenmonster spawnen, dann dürfte das die kürzeste Mission in der Storyline sein. Und ja, ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass das hier noch nicht die letzte ist. Aber Vorsicht, Spoiler. Es warten noch zwei Missionen auf uns. Mhm. Und nach diesen zwei ist es dann vorbei. Dann haben wir den Legenden-Mode so weit abgeschlossen. Dann muss ich den nur noch offscreen suchen wie ein Bekloppter auf dem Extrem-Mode. Aber den mache ich erst, sobald wir dann den Abenteuer-Modus durch haben. Und zwar die erste Map würde ich gerne beenden. Und dann setze ich mich an den Legenden-Mode erneut. Einfach weil, ja, die neue Schwierigkeit, die wir dann freischalten, die ist extrem schwer, glaube ich. Ich habe sie noch nie gezockt, aber ich glaube einfach mal, dass extrem schon extrem sein wird. Und da traue ich mich einfach noch nicht ran mit den Leveln, die meine Charaktere zurzeit sind. Gut, die werden natürlich jetzt noch ein paar Level dazu bekommen. Dann sind wir wahrscheinlich höchstens Level 50, aber trotzdem, Level 50 ist mir meiner Meinung nach noch zu wenig. Das bringt nichts. So, wir haben eine neue Festung erobert. Die hat gedauert. Ach du heilige Scheiße, die hat gedauert. So, ich spamme mir mal wieder einen Angriff rein. Die Menschlein wirken sehr motiviert und mit jedem besiegten Monster wird es schlimmer. Ja, das merke ich direkt, das merke ich. Dass die hier richtig episch sich freuen und hier auch die Moral steigt und steigt von denen. Aber das macht mir absolut nichts aus. Ich sehe da hinten einen Felsen. Wie komme ich da hin? Und hier, warum gammeln hier so viele? Hier gammeln ja richtig viele. Was macht ihr alle? Habt ihr nichts Besseres zu tun den ganzen Tag, außer zu sterben? Na gut. Ah, episch. Er geht das letzte Mal in den Kampf mit Gendorf. Und wer jetzt hier wegklickt, der ist selbst schuld. Ich finde das gerade richtig episch. Eskortiere Zantu. Na gut, der hat da oben eigentlich eh noch gar keine Probleme, oder? Naja, der hat gerade mal, keine Ahnung, ein Achtel verloren, ungefähr. Also, da haben wir noch gar keine Probleme zurzeit. Ah, na. Ich würde gerne den Felsen hier drüben zerstören, den wir ja schon mal gesehen haben. Ist hier eine Truhe drunter und wir suchen ja noch eine Truhe. Das ist für mich keine Truhe in meinen Augen. Und ich würde sagen, ich warte mich jetzt einfach mal hoch zu Zantu, weil wir können ja sonst sowieso gerade nichts machen. Und er braucht ja anscheinend sowieso unsere Hilfe. Aber ich scheiß mal auf Zantu und renn hier nach oben. So, einer nach dem anderen rennt hier wieder wunderbar fleißig raus. Na, dann gibt's für euch hier erstmal so einen Donnerstrahl. Nice. Der Magus kassiert auch. Sehr schön. Die Bergfestung. Und damit haben wir auch Zantu exportiert. Sehr schön, habe ich das gemacht. Die sind nämlich alle von der Bergfestung gekommen. Und da ich die jetzt einnehme, kann niemand mehr Zantu töten gehen. Nice. So, Zantu rückt weiter gegen die Wehrfestung vor. Dann unterstützen wir dieses Guthaben, dieses Tunhaben mal von ihm. Der rückt ja hier richtig chillig vorwärts, nimmt eine Festung nach der anderen ein, wie es aussieht. Gut, absolut kein Problem. Ist hier mein Herzcontainer.
Der ist ja nur unter Felsen. Wenn der irgendwo ist, dann ist der unter Felsen. Ach, die Goronen zählen auch zu den Gegnern. Okay, wir haben hier also alle haben sich hier versammelt, um Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Zack, 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 zack. Oh yeah. Ah, na, 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 hier gibt's ne Waffe. Und dann geht ihr jetzt mal alle sterben. Und dann hoffe ich... Oh, da traut sich jemand was. Da bewegt sich was auf dem Schlachtfeld. Und dann bin nicht ich im Verrückt Richtung Ding vor. Will ich die jetzt hier alleine lassen? Und Imper da vorrücken lassen. Na, okay, die kommt nicht weit. Genau, danke, Girahim. Du unterstützt mich hier auch richtig gut. Also, ich kann mich nicht beschweren. Gendorfs Kollegen sind extrem episch. Die haben richtig was drauf. Und das dürfte das Herzteil sein. Ja, das Herzteil, genau. Zeig. Episch. Na dann, na dann, na dann. Die Skulti ist total unpassend erschienen. Die ist richtig unpassend erschienen. Weil jetzt müsste ich eigentlich runter zu ihm, weil die kloppt sich da unten gerade so wunderbar durch. Ah. Aber jetzt muss ich erstmal hier gucken, wo die Skulti gespawnt ist. Und ich war auch extrem weit weg. Gut, sobald ich die Skulti habe, dürfte ich eigentlich schnell nach unten kommen. Zum Glück ist da drüben auch alles open. Und ich sehe da drüben einen Felsen.